Unsere Sicht der Lebensleiste der Gegner genommen, werden wir durch diesen Wald auf dem Weg zurückschreiten, um unseren Freund, den guten Gal, davon zu heilen, dass er zu den Eremiten angezogen wird. Und da hat sie uns eben angeschlossen, namens, Fragezeichen. Wir wissen es nicht. Keine Ahnung, wer hinter dieser Maske steckt. Auf jeden Fall hat diese gewisse Person, macht sie Giftschaden, womit wir die Zombies da eliminieren können. Aber erstmal zurück. Lass uns einfach treiben. Irgendwo kommen wir sicherlich an. Ne? Irgendwo kommen wir an. An diesen anrüchigen Baum, der da treibt im Wasser. Da sind schon die nächsten Kreaturen der Nacht. Okay, wir brauchen einen Angriff hiervon. Und Sail. Bounce. Aua, ich wollte abwehren. Keine Lust, dass du angreifst. Alter, die haut aber gut rein. Die haut gut rein. Aua. Naja, besser als wenn ihr jetzt alle hier. Giftattacken oder sich heilen. Können wir maximal nur zu dritt spielen? Drücke beim Wurf A und warte jetzt mal. Ja, ich weiß. Ist schon lustig, ne? Gott, jetzt will der Schaden einfach. Alter, 8000 Erfahrung brauchen wir? Das ist eine Menge. Wow. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Yay. Diesen Kreis, drehen beim Schwimmen erinnert mich an hier Super Mario RPG. Ja. Drücke A zum Ablenken. Ja, tue ich. Frage, wie viel kann man maximal Wie viel kann man maximal umlenken? Das ist immer die Frage. Das würde ich auch gerne wissen. So. Aber MP ist eindeutig zu wenig. Da hätte ich gerne schon mehr. Oh ja, jetzt will ich einmal kurz nochmal hier reinspeichern. Und ich brauche auch so langsam mal den Abakus wieder von unserem lieben Gal. Ganz wichtig, ich brauche es. Sonst sehe ich die Lebenspunkte der Gegner nicht. Das muss fürs Erste reichen. Also seid ihr bereit, euer Leben zu riskieren, um euren Freund zu retten? Absolut. Dann müssen wir zum Versteck der Nekromantin eilen. Mit ein wenig Glück ist Romaya nicht zu Hause. Wir können unbemerkt einen Seelenstein mitnehmen. Sind Nekromanten wirklich so gefährlich? Romaya ist eine der drei Schwestern. Sie sind äußerst mächtige Magierinnen. Eine der Schwestern ist gut, eine böse, die dritte neutral. Die böse Nekromantin lebt auch hier auf dieser Insel und ist Gerüchten zufolge die fähigste der drei. Wir müssen hoffentlich nicht herausfinden, ob sie aus diesem Grund den Kriegern der Sonnenwende ebenbürtig ist. Wie kommen wir dorthin? Östlich von Luzern gibt es einen Fährmann, der uns durch den Sumpf bringt, wenn wir uns gut anstellen. Nur so kommen wir ins Versteck der Nekromantin. Okay, wir haben einen Plan. Wie heißt du eigentlich? Serai. Danke für die Hilfe, Serai. Ich weiß nicht, wie wir das ohne dich geschafft hätten.
Behalten wir uns. Egal, wir werden dich nicht enttäuschen. Das schwöre ich. Valeria lernt die Kampfskill Mondschild. Was ist dieses Pochen eigentlich? Was ist dieses Pochen? Können wir ohne Gal nicht weitermachen? Halt durch, Gal. Wir kommen mit einem Sehenschnitt zurück. Ich denke mir schon die ganze Zeit, Gal ist sehr wichtig in der Geschichte. Glaube ich zumindest. Naja. Oh. Sind wir am Feiern? So, ist alles gut? Na, möchtet ihr über Nacht hier bleiben? Nein. Kommt bitte ein andermal wieder. Gerne doch. Wir wollen zum Fährmann. Der uns rüberbringt. Zu den Nekromanten. Ich habe mal ein Buch gelesen. Da ist der Bösewicht auch ein Nekromant. Der die Hauptprotagonistin und ihr Drachen folgt. Da unten. Da ist eine Anlegestelle. Wache des Fährmanns. Hallo, ist da jemand? Oh, bevor wir losgehen, aber hier immer mal reinsammeln. Also das muss wirklich sein, ne? Das muss wirklich sein. Hallo. Seid gegrüßt, Abenteurer. Begehrt ihr eine Überfahrt? Es ist nicht leicht, mit dem Fährmann zu reden. Ich mach das. Seid gegrüßt, Herr Fährmann. Wir haben einen großen Plan. Dann zeigt mal eure Farbenflamme. Sonst bleibt ihr hier am Uferdamme. Die Farbe deines Begehrs ist uns unbekannt, doch unser Ziel ist uncharmant. Stellt also dann eure Fragen schon, da gebe ich euch Informationen. Hör mal, wir müssen schnell zum Versteck der Nekromantin. Kannst du uns einfach sagen, welche Farbe es sein soll? Ihr habt den Ton euch wohl geirrt, denn euer Wort mich sehr verwirrt. Na gut. Oh, Fährmann bringt uns gleich dorthin, wo Wände bloß aus Knochen sind. Wo Wände bloß aus Knochen sind, die Wagnis ist erstaunlich finde. Doch ist euer eigenes Leben, so stört's mich nicht, solltet ihr es vergeben. Besorgt die grüne Flamme mir, dann ich euch zu den Zielen führe. So, das ist nicht in unserem Besitz. Besteht die Möglichkeit eines Kredits? Darauf gehe ich nicht ein. Es muss die grüne Flamme sein. Wir haben keine Zeit für so etwas. Damit hatte ich eigentlich etwas anderes vor, aber die lässt mir keine Wahl. Es reicht nun mit den Reimen. Leih deine grüne Flamme mir. Eine Münze und tote Einwilligung. Ich lasse nicht auf den Handel ein, doch wird die Reise ohne Rückfahrt sein. Wir können uns um die Rückfahrt sorgen, sobald wir einen Seelenstein haben. Ja. Der Totenfluss. Jetzt, wie heißt der? Styx? Wie, ich muss mich entscheiden. Ich habe mir einfach mal gemerkt, links, unten, links. Also rechts, unten, links. Genau, rechts und links. Die Toten sind es, die ihr hört, die Nekromantin sie beschwört. Wenn eure Haut ihr retten wollt, mir eine grüne Flamme zollt. Suchen wir nach ihrem Versteck. Das heißt, das wäre extravagant. Überfluteter Friedhof. Oh nein. Wirklich? Ja. Doch, der ist ein bisschen überflutet hier. Bisschen matschig, ne? So viele. Und ich kann leider nicht sehen, wie viel Leben die haben. Boah. Was mach ich denn da?
Mach ich das. Oh, jetzt greift nur einer, ne? Wobei, der Griff trifft alle Feinde. Ah, ich versuch's einfach mal. Zweimal. Gott, das macht aber 50 Schaden, wenn die beide auf einen gehen, ne? Na komm, ich muss so warten. Mondschild. Miniaturmonde schützen Verbündete, die jeweils vor einem einfachen Treffer und heilen sie geringfügig. Das braucht aber 11 MP-Punkte, wisst ihr? Das ist übel. Ja. Ich kann niemals alle. Das wird gleich wehtun. Aber alle macht das, okay, mache ich einmal. Mach nochmal eine Giftsalve auf alle, vielleicht wirkt das ja, bringt das ja was. Ja, ein bisschen bringt das was. Mampf, Mampf. Mampf, Mampf. Gut, dass ich das Schild habe. Bleibt auch dauerhaft für Kampf erhalten. Das ist gut. Das ist sehr gut. Was ist da unten? Das Schreien von Celebi? Hey, was bist du für ein Zombie? Oh, hat noch viel MP, ne, ihr Zauber. Das Schild. 11 MP, das ist echt viel. Ein Gulgul. Ja, da muss ich ein bisschen MP auffüllen. Was? Seid ihr eigentlich dumm? Sulsul? Was ist da passiert? Wie läuft da denn rum? Hallo? Seid gegrüßt, ich bin der Hüter dieses Friedhofs. Ich schlage vor, ihr kehrt erst möglich um, da die Meisterin dieses Ortes sich nichts aus Gesellschaft macht. Ja gut. Und will ich hier rein? Nein, eigentlich will ich nicht hier rein, aber ich denke mal, so ein Mausoleumbesuch schadet doch nicht. Sulsul! Gulgul! Und Gulgul! Aua! Random! Ja, wie gesagt, ich brauche erstmal ein paar MP-Punkte. Geht aber allen. Das war nicht gut. Mach auch mal Sulsul. Nee. Da hält sich einfach. Na gut, greif mein Foulbee ein. Was ist denn da? Ist er verrückt? Ist er verrückt?
Sulsul. Okay, Sulsul ist gut. Da oder ab. Da ist ein Schatz drin, die will ich haben. Da oben auch. Wir sind auf dem Dach vom Mausoleum. Ob sie denn jetzt? Und ein Rezept für einen herzhaften Eintopf. Da freut sich Gal, wenn wir da sind. Wir wollen aufs Dach, ne? Ja, wir wollen aufs Dach. Ist schon sehr atmosphärisch, muss ich ehrlich sagen. Ab durch die Leichengülle. Hey, du warst von eben unten. Er hört meine Worte, Junge. Abenteurer. Wer die Meisterin verärgert, bringt sich in Gefahr. Ja. Wo gehst du hin? Okay, interessiert ihn nicht. Ich kann pupsen, aus der Handfläche gucken. Nee, egal. Noch mehr Gulguls und Sulsuls. Okay, viel Leben haben die nicht. Aua. Gulgul. Ja. Haben die sich irgendwie verschnellert oder wie? Ja, ne? Bringt euch alle gegenseitig um, das freut mich. Sehr schön. Da ist ein Floß. Und ein Lager. Was steht drauf? Drücke auf einem Floß Y, um mich fortzubewegen. Danke. Erstmal wollen wir hier ein bisschen Lager aufschlagen. Immer ganz gut, ne? So ein Lager mitten im sumpfigen Friedhof. Umgeben von vielen Leichen. Immer ganz gut. Seit Wachsam, die Nekromante wird nicht erfreut sein. Wir brauchen ja, ne? Brauchen wir. Wir haben nie etwas vom Nekromanten gelernt. Schätze, wir müssen ins kalte Wasser springen. So. Kochen wir erstmal. Haben wir ein Gericht? Komm, dann machen wir mal einen herzhaften Eintopf, oder? Ja, komm. Yeah. Lecker. So, einmal ausruhen, bitte. Und endlich lohnt sich das Handpupsen. Was ist das hier? Ich weiß ja nicht, ne? Ich denke, wir sollen hier nicht. Ich denke nicht, dass wir hier weiter sollen. Deswegen versuchen wir es mal. Aua! Ich mach einfach irgendwas. Es ist unterschiedlich, ne? Das ist mega verwirrend.
Mach dein Sul-Sul. Bitte. Wow, das ist Schaden. Ah, verdammt, die ist viel schneller. Da muss ich erstmal reinkommen. Okay. Brauchen wir eben scheinbar drei Lichter oder so? Okay. Geh erstmal hier hoch. Komm mal nicht rüber. Ja, kommen wir alle nicht rüber. Muss ich einen auf den hier machen. Das muss es sein. Nee, hier liegt niemand Bösartiges. Okay, sie hat wirklich Geschmack. Seid wachsam, Romaya könnte zu Hause sein. Damit könntet ihr recht haben. Bist du Romaya? Also nee, du bist der Dude. Ich denke, das ist weit genug. Wir brauchen einen Seelenstein, um unseren Freund zu retten. Okay, wir gehen rein. Dann haben wir eine passende Situation. Ich bin vereidigt, meine Meisterin in Untote zu dienen. Sie hat dich von den Toten erweckt? Wer bist du? Von den Generationen kannte man mich als Herzog Eventry. Mehr weiß ich nicht mehr. Das ist wie bei Fable nicht auch eine Eventry. Nun bin ich nur ein rastloser Geist und wandere ziellos umher. Trotz meines Schicksals fühle ich mich gesegnet, da ich nicht weiß, was dem Anwesen meiner geliebten Familie und den guten Menschen von Lucent widerfahren ist. Doch ich schweife ab, die Geisterketten, die mich an meinen Meisterin binden, rufen mich. Oh, je, Mine. Versteht, dass mir das keine Freude bereitet? Nein. Die schöne Keule da, die hat er sich nur jahrelang zur Deko geschnitzt, ne? Nur so für die Optik. En garde. Okay. Ja, ich will erstmal meine Rüstung voll machen. Vor normalen Angriffen schützen. Ein guter platzierter Tritt. In die Klöten. Mondschild. Ja, die Musik ist cool. Und das gerade kann man noch upgraden quasi. Brauch leider. Einen Abakus brauche ich wieder. Warum geht's immer auf Sale? Giftsalbe? Ich weiß nicht, ob Giftsalbe lohnt. Macht ja kaum Schaden. Also es macht kaum Schaden und... Ja, ich versuche bei der Phasenklinge lieber. 20 Schaden ist halt auch nichts, ne? Ja gut. Muss dreimal mindestens treffen. Hat was von hier von Within Heaven. Kennt ihr das Spiel? Wait, wait, wait. Combo, heiles Licht.
Nee. So oft muss ich jetzt ein Schwert zuschlagen, das schaffe ich niemals. Phasenpläne müsst ihr höchstens benutzen, das kriege ich niemals voll. Ich habe auch nur einen Zug. Wie soll ich das denn schaffen? Okay. Ich denke, die Meisterin möchte ihre Leibwächter nicht verlieren. Ihr könnt passieren. Doch darf ich ein Wort mit den Klingentänzer wechseln, ehe ihr geht? Ja. Beeindruckendes Tempo. Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie es noch besser geht? Hier, ich werde es dir zeigen. Danke. Zay lernt den Kampfskill Sprintschlag. Danke für den Einblick. Das wird sicherlich mal nützlich sein. Du bist ein neues Naturtalent, wie erwartet. Gute Reise, Jünglinge. Danke. Ah, da komme ich ja nicht rüber. Ich gehe vorher nochmal zum Lager. Ja. Bevor ich da reingehe, Bosskampf nach dem Bosskampf. Immer ein bisschen schwierig. Einmal ausruhen, bitte. Und speichern will ich auch nochmal. Ja. Aber wisst ihr, was ich vor allem will? Den Part beenden, ja. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne Like, Kommentar da und abonniert, wenn ihr nichts mehr verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.